Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz und in dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie man Muster auf den Bildschirm bringt. Und dazu gibt es einen Befehl, nämlich den Befehl Create Pattern, also erzeuge ein Muster, und als Übergabeparameter gebe ich dort ein Bild ein und eine Wiederholung. Und die Wiederholung die wird durch vier Werte, oder kann man vier Werte angeben, nämlich einmal Repeat, dann einmal X-Repeat, Y-Repeat oder No-Repeat. Und ihr werdet wahrscheinlich schon ahnen, was das macht. Repeat wiederholt das auf der X- und der Y-Achse, das Muster. X-Repeat nur auf der X-Achse, also in der horizontalen. Y-Repeat nur auf der Y-Achse, der vertikalen. Und No-Repeat zeichnet einmal das Muster und nicht weiter. So, um uns ein Bild zu holen, brauchen wir noch einen zweiten Befehl, der wird uns auch noch länger beschäftigen, und das ist der Konstruktor New Image. So, damit hole ich mir ein Bild oder definiere eine Variable als Bild. So, und dann gibt es dort eine Methode, mit der ich mir das Bild dann oder das Bild definieren kann, nämlich das SRC, das kennt ihr aus HTML schon, dieses SRC, damit hole ich mir sozusagen einen Pfad, wo ich die Daten herbekomme, und da kann ich dann ganz einfach eben auch einen Pfad aus dem Internet angeben, also einen HTTP-Pfad, oder ich kann mir von der Festplatte einfach dort, wo ich ein Bild liegen habe, ein Bild holen und gebe dann eben den Pfad von meiner Festplatte an. So. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Es gibt, und das habe ich euch hier jetzt auch nochmal eingezeichnet, so erstmal unser Grundprogramm, und dann brauche ich als erstes, muss ich mir ein neues Bild erschaffen, und als zweites muss ich dann das Muster für das Bild definieren. Dann muss ich, wie wir das beim Gradient schon kennengelernt haben, beim Farbverlauf, dem Farbstil das Muster als Wert zuordnen, und dann muss ich etwas damit zeichnen. So, und das ist eigentlich ganz einfach. So, ich mache jetzt erstmal, definiere ich mir das ein neues Bild, ein New, vorsichtig, das muss klein geschrieben werden. Also der JavaScript ist case sensitive, das heißt ein Großbuchstabe und ein Kleinbuchstabe ergeben zwei verschiedene Befehle oder Variablen. Dann Image, das muss ich als erstes machen, und dann hole ich mir einfach ein Image, und zwar jetzt aus meinem aktuellen Ordner, wo mein Programm liegt. So, und das seht ihr hier, also hier sind meine Programme drin. Und ich hole mir jetzt einfach, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr andere Tutorials von mir gesehen habt, hole ich mir einfach meine kleine Wolke in das Image hinein, also cloud.png. Die Bezeichnung für das Bild, also den Abschluss, den müsst ihr immer auch mit reinschreiben, sonst erkennt er das Bild nicht. Also immer das Ende reinschreiben, und PNG wäre eine Möglichkeit, JPG wäre auch eine andere Möglichkeit, Bitmaps könnt ihr benutzen und ein paar andere Sachen mehr, TIFF und diese ganzen Sachen, also alle möglichen verschiedenen Bildformate. So, PNG ist, nutze ich am meisten. Ja, so. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Oder was wir machen mussten. Jetzt definiere ich mir ein Muster. War Muster gleich. Und jetzt nehme ich mir meinen Zeichenkontext, Brett, dann den Befehl Create Pattern. Dann gebe ich als erstes mein Bild an. Also ich übernehme hier die Variable, die ich definiert habe, hier hinein. Und dann gebe ich mir den Wiederholmodus an, nämlich Repeat. So. Und damit haben wir im Prinzip schon unser Muster gesetzt. Jetzt muss ich dem Füll
Spiel muss ich das zuweisen. Das passiert auf die ganz normale Art und Weise. Ich weise dem jetzt also das Muster zu. Dann habe ich das gemacht. Und zum Schluss muss ich etwas damit zeichnen. Und da nehme ich jetzt einfach mal wieder ein Rechteck. Und zwar ein Rechteck mit der linken oberen Ecke 0,0 und der rechten unteren Ecke 300,300. So, und Wolke, die ist 48 mal 48 Pixel breit und hoch. Das heißt, das müsste ungefähr 6 mal wiederholt werden. So. Und als letztes muss ich mir das Dokument öffnen. So. Öffne mit Firefox. So, und jetzt macht er mir gar nichts. Ah, gut, okay. Jetzt macht er mir was. Ich habe das nur nicht neu geladen und ihr seht, wir haben hier also das Muster, die Wolke, schön nebeneinander gesetzt und übereinander gesetzt. So, wenn ich jetzt hier bei dem Befehl eingebe No Repeat, dann sieht das Ganze so aus, das heißt, er setzt mir die Wolke nur einmal. Das kann ich dazu benutzen, um eine Grafik auf den Bildschirm zu bringen, ist aber nicht sinnvoll, da gibt es andere Methoden. So, dann kann ich hier mal eingeben X-Repeat und wenn ich das Ganze lade, dann sieht das so aus. Ah, wie sieht das aus? Repeat X, Entschuldigung, oh. Großer Fehler, Repeat X muss ich eingeben. So, und ihr seht, in der Eile habe ich hier tatsächlich, naja, wahrscheinlich, weil eben es halt No Repeat heißt und dann habe ich jetzt nicht nachgedacht, beziehungsweise nicht nochmal überprüft. Okay, also Repeat X, Repeat Y. Und dann sieht das Ganze so aus. Und für das Y könnt ihr das natürlich dann auch mal selber machen. Gut, und das war es erstmal. Also es ist eine schöne Sache, um sich etwas mit Mustern aufzufüllen. Und wie gesagt, wenn ihr ein Bild setzen wollt, da gibt es andere Möglichkeiten. Das zeige ich euch dann in den folgenden Videos. Ich hoffe, euch hat erstmal dieses Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da werden wir allerdings noch nicht mit den Bildern anfangen, sondern erstmal uns mit dem Schattenwurf beschäftigen, so der für das Gestalten von Grafiken auch ganz wichtig ist. Bis dann!